sag mal, wie wird man eigentlich ein richtiger Bahnmitarbeiter? Ja, ein richtiger Bahnmitarbeiter zu werden ist gar nicht mal so leicht. Doch bevor ich nach diesem Video wieder Liebesbriefe von irgendwelchen Anzugträgern bekomme, hier nochmal eine kleine Zusatzinformation. Natürlich rede ich in diesem Video nicht über die von uns allen heißgeliebte Deutsche Bahn, sondern von einem fiktiven ausländischen Unternehmen. Alles klar? Fangen wir an. Die wohl größte Hürde auf dem Weg, ein richtiger Bahnmitarbeiter zu werden, ist dieselbe wie bei fast jedem Job. Die Treppe? Nein, das Einstellungsgespräch. Während des Einstellungsgesprächs versucht der Personalchef festzustellen, ob du zu dem Unternehmen passt, bei dem du dich beworben hast und ob man dich einstellen sollte. Und um dem Personalchef von Anfang an zu zeigen, dass du bereit bist, die Unternehmenspolitik der Bahn zu verinnerlichen und Gebühren zu repräsentieren, erscheinst du zu deinem Einstellungsgespräch erstmal mindestens 15 Minuten zu spät. Als Grund für deine Verspätung erzählst du zu Beginn einfach irgendwas von einem technischen Defekt. Das wird einen sehr guten Eindruck hinterlassen und du hast die erste Hürde des Einstellungstests erfolgreich gemeistert. Kommen wir zur zweiten. Da die Bahn eine zum Großteil internationale Kundschaft hat, ist es in diesem Berufsfeld wichtig, über mehr als nur gute Englischkenntnisse zu verfügen und diese im Laufe des Gesprächs auch unter Beweis stellen zu können. Mach dich also im Vorfeld schon mal darauf gefasst, den folgenden Satz im perfekten Bahnenglisch vorlesen zu können. Es sollte dann in etwa so klingen. Thank you for traveling with ausländische Bahn. Hast du auch das mit Bravour geschafft, geht es für dich in die entscheidende Phase, welche aus einem Praxistest besteht. Hierbei wird zum einen geschaut, ob du körperlich dazu in der Lage bist, dich durch ein enges Zugabteil zu quetschen und zum anderen wird auf einer Skala von 1 bis 10 ausgewertet, wie höflich du im Kundengespräch bist, wobei die 1 dem Freundlichkeitsniveau eines übergewichtigen Schulbusfahrers und die 10 die einer mit Kokain vollgepumpten Telefonsexnote entsprechen. Kleiner Tipp, man will bei diesem Einstellungstest realistische Ergebnisse sehen. Versuch also möglichst einen mittleren Wert auf der Skala zu erreichen und sei weder zu höflich noch zu grob. Solltest du merken, dass du während des Tests zu freundlich bist, dann fang einfach an, hässliche Passagiere zu schubsen, bis sich die Skala wieder im mittleren Bereich eingependelt hat. Hast du jetzt also auch diesen Test erfolgreich bestanden, so hast du es geschafft. Du kriegst einen feuchten Händedruck, einen wunderschönen Vertrag und bist ab diesem Moment ein richtiger Bahnmitarbeiter. Und was mache ich da jetzt so? Na, du weißt schon, Knöpfe drücken, Hebel ziehen, Kunden anpöbeln, einer Gewerkschaft beitreten und gefühlt alle 2 Wochen streiken, im Sommer die Klimaanlagen ausschalten, dafür sorgen, dass man Anschlusszüge verpasst und... Und was ist, wenn dich mal ein depressiver Mensch auf die Schienen fährt? Na, was willst du da großartig machen? Augen zu und durch. Ach ja, an alle Bahnmitarbeiter da draußen, die nicht diesen Klischees entsprechen. Ihr seid die wahren Helden.